Moin, willkommen auf meinem Videokanal. Dies ist eine Videoantwort für den Frank vom Kanal Supracor. Der hatte dazu aufgerufen, mal alle Taschenmesser, die man so hat, oder alle Messer, die man so hat, in das Video reinzubringen. Und darum mache ich das mal. Ich fange mal mit denen an, die ich auf meinem Kanal schon vorgestellt habe. Das ist einmal das GML Gentleman Multitool, was ich habe. Dann die zwei euch auch schon bekannten Edelstahlmesserchen von Klaas und von Mölde. Dann habe ich auch schon vorgestellt hier das Böker Plus Hauser Memory. Auch ein sehr, sehr schönes Messer. Ferner vorgestellt habe ich das Hen & Rooster Stockman. Wo wir bei diesem Messer sind, kann ich gleich mal den kleinen Bruder dazu zeigen. Ich habe hier noch ein kleines, ein Mini-Trapper mit einer Kastrationsklinge und einer Toothpick-Klinge. Sehr klein, sehr handlich. Wenn man sich die beiden Griffe mal nebeneinander hält, dann sieht man ungefähr, wie viel da wegkommt. Von dem Messer gibt es bisher noch kein Video. Davon kommt, mache ich aber noch eins. Dann hatte ich schon vorgestellt das ebenfalls Böker Plus 3000 Lightweight Cocobolo. Ich hatte ebenfalls schon vorgestellt dieses kleine Aitor, ebenfalls als Flohmarktfund. Und jetzt kommen wir zu denen, die ich noch nicht vorgestellt habe. Zum Teil werde ich es noch machen, zum Teil nicht. Ich habe hier ein Victorinox Hunter. Das ist das Taschenmesser, was ich bereits am längsten habe. Super in Schuss, funktioniert hervorragend, macht das, was es tun soll. Nicht mehr, nicht weniger. Ach so, dann habe ich noch eins gefunden, das hatte ich auch schon vorgestellt. Bird Flight. Jetzt kommen wir zu denen, wie gesagt, die ich noch nicht vorgestellt habe. Mal gleich zwei. Zwei ungleiche Brüder. Das Video ist in der Vorbereitung. Das sind zwei Puma Tech. Ein eher klassisches Messer. Mit Backlock. Und ein eher modern gehaltenes Messer. Mit Linerlock. Einhandbedienung. Ebenfalls eher ein modern gehaltenes Messer. Das ist das erste, was ich mir jetzt in meiner neuen Taschenmesserleidenschaft gekauft hatte. Ein Smith & Wesson Extreme OPS mit 42A konformer Öffnungsmechanismus. Das ist so ein Alltagsmesser, das benutze ich irgendwie für gröbere Arbeiten, für allem möglichen. Das ist auch schon ordentlich, hat auch ordentlich schon an der Klinge einen mitgekriegt, das sieht man. Dann eins, auf das ich irgendwie gar nicht stolz bin, aber ich habe es trotzdem und ich gebe es auch nicht weg. Das ist dieses hier. Eigentlich ein wunderschönes Messer. Aber es ist ein Nachbau. Das Original ist von Viper. Ich glaube, es ist das Quality. Und das, was ich hier habe, ist der Nachbau von Haller. Ich habe es nicht gewusst, als ich es gekauft habe. Hätte ich es gewusst, hätte ich es mir nicht gekauft. Schön finde ich es trotzdem. Ob es da bleibt, weiß ich noch nicht. Dann eins, was irgendwie jeder ernsthafte Messersammler hat. Buck 110. Hier in der Jubiläumsedition. Zudem kommt auch noch ein Video.
Davon hatte ich, gibt es ja unsäglich viele Nachbauten. Ich habe auf dem Flohmarkt irgendwann mal so ein Ding gekauft. Das war von den niedersächsischen Jägern. In dem habe ich, das habe ich eigentlich nur gekauft, um mich mal ein bisschen auszutoben. Das ist dieses Herberts. Sieht fast genauso aus. Es hatte einen Hohlschliff. Den habe ich erstmal umgeschliffen auf Flachschliff. Und dann habe ich mich hier hinten so ein bisschen an Filework versucht. Das ist ein bisschen kläglich gescheitert. Ich habe noch eine Lanyard-Hole durchgebohrt. Ist eine nette Spielerei. Benutzen momentan eigentlich auch nicht. Dann, ach ja, das hatte ich auch schon vorgestellt. Mein Hammesfahr Carbonstahlmesser. Mein altes. Ein wunderschönes Messer, was ich immer wieder gern benutze. Dann kommen wir jetzt zu einem weiteren, was ich noch nicht vorgestellt habe, was ich aber hervorragend finde. Böker plus Bobinga. Ein tolles Messer. Super Klingengang, super Verarbeitung, super scharfer Stahl. Dazu gibt es auf alle Fälle noch ein Video. Jetzt komme ich zu meinen Franzosen. Da hatte ich auch schon dieses hier vorgestellt. Au Sabot Yatagan Basque. Noch nicht vorgestellt ist dieses DU Wood. Dazu sage ich aber auch noch was in einem anderen Video. Und ebenfalls noch nicht vorgestellt ist dieses wunderbare L'Epicurien von Robert David. Auch dafür gibt es sicherlich noch ein Video. Das sind die Folder, die sich bei mir in der im letzten Jahr ungefähr angesammelt haben. Fixed habe ich relativ wenig. Ich habe einmal dieses alte Jagdnicker von Rehwappen. Das ist ein Messer, das meinem Vater gehört hat. Das hat er mir vererbt und aus dem Grunde halte ich es in Ehren. Es war völlig versaut. Ich musste wirklich lange dran poliert, aber alle Macken habe ich immer noch nicht raus. Ich müsste vielleicht mal mit einem Bandschleifer rüber. Aber eigentlich finde ich es so auch eigentlich ganz schön und es bleibt wahrscheinlich so. Zweites Fixed hatte ich auch schon vorgestellt. Ist das hier. Böker Plus Tough Gen. Das werden die einzigen Fixed bleiben. Irgendwie habe ich zwar eins, weil ich denke, ich brauche es für Campingaufgaben, ähnlichen Kram, aber wesentlich mehr will ich damit nicht machen und darum gibt es da auch nicht mehr. Und dann will ich noch eins vorstellen, weil es geht hier ja um Lieblingsmesser und das habe ich mir von Dirk Wanger vom Messer & Co. besorgt. Aus zwei Gründen. Weil es zum einen ich ausprobieren wollte, wie das Gefühl bei Küchenmessern ist, wenn man mit richtig dünnen Lasern arbeitet. Und ich wollte da nicht viel Geld für ausgeben und gucken, ob das für mich überhaupt passt. Und zum zweiten ist das ziemlich hoch gelobt worden. Das ist ein Kreuzblume. Ein altes Solinger Messer. Und zum zweiten habe ich es mir gekauft, weil es ein prima Bastelobjekt ist. Das Ding hat so einen grauenhaften Plastikgriff. Bei mir im Keller liegt schon 40 cm Makassar-Ebenholz. Daraus wird der neue Griff für dieses Messer. So, das ist meine Messersammlung. Jetzt soll es darum gehen, wo geht's hin? Und hingehen wird es bei mir in zwei Richtungen. Zum einen werde ich sicherlich mein Augenmerk hauptsächlich auf 42A-konforme Messer richten. Das heißt, es werden zweihandbedienbare Messer sein. Oder einhand ohne Feststellung. Und zum zweiten wird es sicherlich der Schwerpunkt dahin gehen, dass es regionale Messer werden. Also entweder Franzosen. Ich habe noch keine Italiener. Die reizen mich auch sehr. Oder die Klassiker, die wir hier drüben haben. Eher weniger werden diese modernen Geschichten wie Spyderco oder dieses hier oder auch das Smith & Wesson Zugang zu meiner Sammlung finden. Eher schon sowas wie das Hauser Memory, zwar modern, aber mit klassischer Anmutung. Wie gesagt, es wird sicherlich in den Bereich gehen, so alte Solinger vielleicht auch zu kaufen.
Es wird sicherlich in den Bereich gehen, Flohmarktmesser zu kaufen, zum Restaurieren. Wo es nie hingehen wird, weil sie mir von Anfang an nie gefallen haben, sind taktische Messer. Also Tanto und so ein Zeug kommt bei mir nicht ins Haus. Schwarze Klingen brauche ich auch nicht. Ich bin ganz selten als vorgeschobener Horchposten unterwegs, dass ich nicht gesehen werden soll. Also brauche ich nicht den Blödsinn. Finde ich Blödsinn. Entschuldigung. So, ich hoffe, das war informativ. Wie gesagt, von den Messern, die ihr hier seht, kennt ihr einige schon auf meinem Kanal. Andere werdet ihr noch kennenlernen. Andere wird es gar nicht geben. Zu dem Kreuzblume wird es sicherlich auch so ein Making-of-Video eher geben. Das heißt, so ein Video, mit dem ich beschreibe, wie ich das Ding umbaue. Ich hoffe, das war informativ. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Frank für die vielen Abonnenten, die er hat. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns wieder auf meinem Kanal. Tschüss!